Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, liebe Geschwister. Schöne Grüße aus Bielefeld von unserer Delga. Gestern hat unser Osman Efendi eine Geschichte erzählt über einen Sultan und seine Katze. Und unser Bruder Tariq inshallah erzählt uns über Sultan und seine Katze inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister, wie unser Bruder Sabri gerade mitgeteilt hat, hat unser Sheikh Said Osman Murtaza Efendi uns gestern eine Geschichte über einen Sultan und seine Katze erzählt. Ein Sultan und sein Visier. Und zwar hat der Sultan zu seinem Visier, zu seinem Nächsten gesagt, was denkst du, mein Visier? Was kommt zuerst? Ilm, also Wissen, oder die Eigenschaft? Und der Visier hat gesagt, die Eigenschaft. Und der Sultan hat gesagt, nein, das glaube ich nicht. Und er hat einen Mann beauftragt, er hat überall gefragt, wer kann meiner Katze beibringen, dass sie mir Wasser serviert. Und ein Mann hat sich damit einverstanden erklärt, dieses Ding, diese Sache für ihn auszuführen, diese Ausbildung an die Katze auszuführen. Und er sagte zum Sultan, ich brauche 6 Monate dafür. Und der Sultan hat eingewilligt. Nachdem das geschehen war, nach den 6 Monaten, hat der Sultan eine große Versammlung, er hat die Ulama, also die Gelehrten, eingerufen und alle eingerufen und die Katze ist gekommen und hat ihm Wasser serviert. Sie hat ihm Wasser serviert und hat sich vor ihm verbeugt. Das heißt, sie hat dieses Wissen erworben. Als der Visier dort angekommen war, hat er in seine Tasche gegriffen und hat eine Maus hinausgeholt und hat sie dort vor die Katze geworfen. Und die Katze ist losgerannt und hat sich die Maus geschnappt, so wie es ihre Eigenschaft ist. Und dann hat der Visier zum Sultan gesagt, ja mein Sultan, ich habe dir gesagt, erst Eigenschaft, dann das andere. Das heißt, Allah Ta'ala hat uns eine Eigenschaft gegeben und wir können nicht etwas machen, wofür wir nicht vorgeschrieben sind. Wie Hazrat Mevlana sagt, zu einem Sheikh sagt, ja Sheikh, willst du deine Zeit mit deinen Murids verschwenden oder willst du deine Zeit mit Allah verbringen? Und der Sheikh antwortet, ja Mevlana, deine Worte waren so süß, aber ich sehe in meinem Murid Allah. Das heißt, er sieht Eigenschaften. Allah hat uns Eigenschaften gegeben. Das heißt, wer ein Richter ist, könnte zum Beispiel kein Arzt sein. Wer zum Beispiel ein guter Lehrer ist, könnte zum Beispiel kein Pilot sein. Deswegen sollte jeder seiner Eigenschaft nachgehen und nicht denken, dass ein Esel vielleicht fliegen kann oder ein Vogel ein Esel sein könnte. Allah Ta'ala hat uns jeden Stärke gegeben, jeder hat eine Stärke und der sollte man folgen. Das ist diese Lehre aus dieser Geschichte. Möge Allah Ta'ala uns alle recht leiten und uns gut in unseren Eigenschaften stärken. Amin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.